Hallo und herzlich willkommen zu diesem Guide für die besten Laptops unter 500 Euro. Heute schauen wir uns die Eigenschaften dieser Geräte an. Dabei schauen wir natürlich auf den Preis. So gibt es zum Beispiel Modelle, welche ein bisschen mehr können, aber dafür knapp an der 500 Euro Grenze sind. Oder du befindest dich eher so im 300 oder 400 Euro Bereich, wo es nicht viel kostet, aber du auch nicht ganz so viel kriegst. Des Weiteren schauen wir uns auch immer noch die CPU-Leistung an, denn je nachdem, was deine Zwecke sind, dass du zum Beispiel gamen willst oder eher ein paar Word-Office-Dokumente machen willst, kann natürlich auch das eine oder auch das andere ein bisschen besser sein. Und zum Schluss schauen wir uns dann noch den RAM und den Speicherplatz an. So brauchst du zum Beispiel, wenn du Windows, Chrome und ein bisschen Multitasking betreiben willst, ist es gut, ein bisschen mehr RAM zu haben. Allerdings geht es natürlich auch wieder auf den Preis, weswegen das auch wieder beachtet werden muss. Und jetzt habe ich zwar schon zum Schluss gesagt, wir schauen uns allerdings noch das Betriebssystem an, denn ich stelle auch einmal drei Laptops mit Windows vor und ein Laptop, der kommt auch noch mit Chrome OS daher, denn der Vorteil hierbei ist, du kriegst wirklich für wenig Preis was sehr Gutes und kannst es auch dann gut nutzen. Los geht es mit dem HP 15,6 Zoll Full HD Matt Laptop. Dieser Laptop kommt zu einem Preis daher, der zwischen 300 und 400 Euro zurzeit liegt. Des Weiteren hat er einen Intel Core i3 8130U. Die U-Serie steht immer dafür, dass es ein bisschen schlechtere Qualität hat, also schlechtere Clockraten, aber dafür verbraucht es auch weniger. Und so kann er zum Beispiel bis zu 2,2 GHz hochboosten und hat allerdings auch nur zwei Kerne, was nicht gerade sehr stark ist. Des Weiteren hat dieser Laptop auch keine integrierte Grafik, was einfach so viel heißt wie Gaming mit dem ist gar nicht gut, denn die CPU-integrierte Grafik ist schon nicht gut und dann noch das. Allerdings, die zwei Kerne reichen gut, um sowas wie zum Beispiel Word zu machen oder Kleinigkeiten. Für Multitasking kannst du diesen PC auch benutzen, denn er kommt mit 8 GB RAM daher und der Bildschirmrohrbesitz ist auch schön für die Arbeiten. Deswegen, er besitzt nämlich einen Full-HD-Bildschirm, welcher auch noch matt ist. Und eine SSD ist auch noch integriert, was für einen schnellen Start sorgt, welche mit 256 GB kommt. Des Weiteren ist auch das Aussehen recht okay. Er befindet sich so in der mittleren Preisklasse und ich würde sagen, wenn du jetzt nicht viel Geld ausgeben willst, dann ist das der Laptop, für welchen du gehen solltest. Als nächstes schauen wir uns den Acer Chromebook 314 an. Der benutzt nun das Chrome OS, was heißt, du kommst in ein anderes Ökosystem, in das Ökosystem von Google. Der Vorteil hiervon ist, die CPU-Leistung muss gar nicht gut sein. Du kannst einfach einen schlechten CPU nehmen, weil er dafür eine bessere Akkuleistung hat. Und er ist auch gut, wenn du unterwegs bist oder als Student oder so, denn du kannst deine Dateien offline laden und die Akkulaufzeit ist wirklich richtig gut. Du kommst da gut zwischen 12 und 15 Stunden Akku. Und genau, schauen wir uns also noch an, was er kann. Er hat einen Intel Celeron N4100. Das ist in der unteren Preisklasse der CPUs. Allerdings besitzt er 4 Kerne und kann bis zu 2,4 GHz hochboosten. Im Normalfall trottelt er aber so auf 1,1 GHz, weshalb du auch hier in diesem Bereich dich befinden wirst. So kannst du zum Beispiel mal ein Programm schnell starten, aber danach wird es ein bisschen holprig werden. Zum Multitasking, da es Chrome ist, kannst du das nur begrenzt machen. Und du kannst natürlich auch keine Apps jetzt installieren, aber ich meine, die meisten Sachen kann man ja auf dem Browser machen und genau das kriegst du auch mit Chrome OS. Und zum Schluss schauen wir uns auch der Bildschirm an. Das ist ein Nachteil von diesem PC. Du kriegst gerade mal einen HD-Bildschirm, keinen Full-HD. Das heißt, die Auflösung ist nicht so gut. Aber dadurch, dass er dafür sehr billig ist, denn er kommt mit zwischen 200 und 300 Euro her, ist er perfekt für unterwegs und so. Das heißt, du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Du hast einen Laptop, wo nicht viel kostet und trotzdem das Chrome OS-Ökosystem mitbringt. Und er kommt mit 4 GB RAM, was eigentlich sehr wenig ist. Aber ich würde sagen, für Chrome OS reicht es völlig und von dem her finde ich erst eine gute Alternative, solltest du bereit sein, ein bisschen zu erforschen und nicht immer auf Windows zu basiert zu sein. Weiter geht's mit unserem dritten Laptop. Diesmal ist es einer von Asus, ein Gaming Notebook. Ich finde, dieser Name ist absolut irreführend, denn er hat nicht mal eine externe Grafikkarte. Doch, was das Schöne ist, er hat einen CPU, der recht leistungsstark ist und die integrierte Grafikkarte von dem ist gut genug, dass du es tatsächlich für kleine Games wie zum Beispiel Fortnite oder auch alte Ballerspiele oder so gut damit spielen kannst. Das heißt, ja, weil er hat einen Ryzen 5 3500U. Die U heißt wieder dafür, dass er energiesparsamer ist. Allerdings kommt dieser Ryzen mit 4 Kerne daher und du kannst bis zu 3,7 GHz boosten. Dadurch wird der PC manchmal leider ein bisschen warm und laut, aber es reicht einfach gut für Spiele.
Und die integrierte Grafikkarte ist eine Radeon Vega 8. Die ist auch noch akzeptabel. Und genau, des Weiteren besitzt er 8 GB DDR4 RAM. Das reicht wieder für Multitasking. Das heißt zum Beispiel, du kannst Chrome, Word und so währenddessen öffnen. Und ein Nachteil von dem Rechner ist vielleicht, dass er 2,1 Kilo wiegt und dafür nur 15,6 Zoll hat. Wenn er jetzt ein bisschen größer ist, das Gewicht wieder völlig in Ordnung. Aber in diesem Preisbereich ist er ein bisschen schwer. Aber ich würde sagen, wenn du ihn jetzt nicht immer vorhast mitzunehmen, sondern daheim benutzt, ist eine gute Alternative und kostet zwischen 450 und 500 € zurzeit und befindet sich damit im Preisbereich, wo ich sagen würde, du kannst die Basic Games spielen. Für Multitasking ist er einfach perfekt. Du kriegst hier genug Power, auch genug RAM und deswegen würde ich sagen, solltest du das Geld haben, ist er perfekt für unterwegs und auch kleine Games. Jetzt befinden wir uns auch schon bei unserem letzten PC und zwar beim Acer Ultra Ryzen 3. Dieser kommt mit einem 17,3 Zoll Bildschirm daher, was heißt, er ist ein bisschen größer und wiegt dafür auch nicht viel mehr, sondern gerade mal 2,3 Kilo, was für so viel Zoll durchaus angemessen ist. Die Größe hierbei ist perfekt, wenn du oft am Bildschirm arbeitest und nicht zu einem externen Monitor verbindest. Das heißt, wenn du mal unterwegs bist oder auch daheim, wenn du einfach gerne an einem kleinen Schreibtisch arbeitest, ist diese Größe perfekt, um auch noch viel zu sehen. Und genau, der CPU, der damit kommt, ist nicht so leistungsstark. Das ist gerade mal ein Ryzen 3, 3200U, das heißt, er hat nur zwei Kerne und vier Threads. Und die vier Threads kannst du aber allerdings vernachlässigen, die werden dir jetzt auch nicht so viel mehr bringen. Aber sie helfen dir ein bisschen im Multitasking. So, des Weiteren hat er auch 8 GB RAM. Das heißt, Multitasking mit dem CPU ist möglich. Er muss dann manchmal ein bisschen hochtakten und wenn du zu viel Multitasking machst, wird es nicht ganz so gut klappen. Aber für kleine Aufgaben ist er wirklich gut geeignet. Und der Vorteil ist, er ist ein recht flacher PC. Das heißt, er ist schön dünn, du kannst ihn gut mitnehmen und er macht sich auch gut, er hat ein schönes Design.